Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Kolosseum. Beim letzten Mal sind wir in die Team Krall-Basis eingedrungen und kämpfen uns jetzt unseren Weg hier durch die Reihen. Golga, da ist er, ein Spion. Diesmal lasse ich dich nicht entkommen. Na dann. Ja, wie wir beim letzten Mal schon erfahren haben, hier ist die Möglichkeit, sich verpasste Krypto-Pokémon zu fangen. Ich glaube allerdings, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, also verschiedene Stellen, an denen das möglich ist. Ich habe es mir überlegt und ich glaube, da noch irgendwas im Gedächtnis zu haben. Oh. Mist. Tanupto war ja draufgegangen beim letzten Mal. Eieiei. Und ja. Schade. Ja, Illumise. Nein, was mache ich hier? Psychokinese auf Ariados wegen Gift und so. Und Illumise Käfer oder so. Das fängt ja gut an gerade. Wer weiß. Aber Ariados haben wir im Moment schon mal in seine Schranken zurückgewiesen. Schade nur, dass Tanupto jetzt nicht die EP bekommt, die er normalerweise bekommen würde. So, jetzt nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema, was ich angesprochen hatte. Von wegen, es gibt mehrere Stellen, wo man sich Krypto-Pokémon fangen kann. Ich glaube, es war so, dass man immer nur gegen Trainer mit Krypto-Pokémon gekämpft hat, außer man hatte alle... Wow, Käferhauch. Ja, nee, Silberhauch. Das ist eine Käferattacke, eine sehr starke. Die könnte bei Psyana... Naja gut, das ging noch. Also es hätte schlimmer ausgehen können, tatsächlich. Es sind keine AP mehr übrig. Ich wollte mich verarschen. Ganz ehrlich, das ist... Nee, ich will dich verlieren. Also bitte, nicht an solchen Versagern hier. So, Illumise, du gibst den Löffel ab, dankeschön. Ja, und ich glaube deshalb, dass irgendwo anders hier noch unsere Kryptoknechtin ist, die das Keifel besitzt, was wir verpasst haben. Schweifglanz, ja, das ist... Was ist das? Ist das eine Käferattacke? Nein. Spezialangriff steigt stark, okay. Die Attacke kannte ich jetzt nicht so wirklich. Skorgler im Furio-Modus. Rufen oder ich rufe ihn nicht? Nee, kein Bock. Ist mir jetzt egal. Ich meine, er kommt früher oder später sowieso in den Zustand, dass wir ihn befreien können. Zumal wir ihn ja sowieso fast immer mitnehmen. Und wie wir sehen, Psystrahl hätte nicht gereicht. Von daher war das eine gute Entscheidung. Volltreffer, wunderbar. Ja, gut. Dann haben wir ja diesen mehr oder weniger großen Schrecken überstanden. Die Frage ist jetzt nur, wenn wir zurückgehen, kommt da noch immer jemand von dem Team Krypto? Ich hoffe ja nicht. Du bist viel zu stark für einen gewöhnlichen Spion. Ich bin ja auch kein gewöhnlicher Spion. Wir haben schon mal gegeneinander gekämpft, meine Freundin. Aber naja. So, jetzt Pokémon-Lagerungssystem, bla. Und jetzt müssen wir natürlich Tanupto irgendwie mal wieder heilen. Am besten in der Box, die noch frei ist, genau. So, jetzt Psyana heilen, wäre auch eine gute Idee. Damit wir wieder Psychokinese einsetzen können. Was sonst aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht funktioniert. Dumbleplex, war der besiegt? Ich bin mir unsicher. Der Despotar war auf jeden Fall besiegt. Den müssen wir nochmal zurückpacken. Und ansonsten, ja, lassen wir es so. Gute Sache, ja. Brauchen wir sonst noch jemanden? Raikou, nein, bla, brauchen wir nicht. Wunderbar. So, dann können wir jetzt auch mal wieder mit voller Stärke kämpfen. Dann wäre ja das Handicap quasi beseitigt. Okay, hier kommt jetzt kein neuer. Das passiert tatsächlich nur, wenn man aus dem Raum rausgeht. Oder so. Oder speichert. Keine Ahnung. Was weiß ich. Ja. Hier waren wir noch nicht. Da sind wir beim letzten Mal nur nach rechts gegangen. Und da war dann dieses schöne Büro und so weiter. Haben wir hier jetzt noch... Ah, hier haben wir noch einen Trainer. Der uns irgendwie nicht bekämpfen will, sondern uns einfach zum Item durchlässt. Okay, dreimal Top-Trank. Die können wir gut gebrauchen, aber du willst doch sicher kämpfen, oder? Komm, mein Freund. Irgendwo müssen sie doch stecken. Die Bälle, in denen sie ihre starken Pokémon hatten. Hast du nicht ein paar gefunden? Ja, diese Frage war durchaus berechtigt. Baika Recall. ist das eine Anspielung auf diverse Casting-Sendungen? Nein, ich glaube ja nicht. Oder gibt es wirklich Leute, die Recall heißen? Oder Recall? Keine Ahnung, also im Englischen spricht man ja I wie I. Von daher, also nicht immer, aber generell, häufig, meistens, whatever. So, Pfiffchen und Kadabra, da haben wir schon das erste Problem. Ich glaube, Pfiffchen ist Unlicht und Kadabra ist Psycho. Das heißt, Psycho-Attacken werden gegen beide jetzt nicht so der Burner. Deshalb setze ich einfach mal Rückkehr gegen Pfiffchen ein.
In der Hoffnung, dass der zu schwach ist. Ja, Pfiffchen ist eine. Ja, hat noch eine Weiterentwicklung und aus dem Grund habe ich mir gedacht, wenn der auf so einem hohen Level ist und noch nicht weiterentwickelt, dann muss er doch schwach sein. Geradax, noch ein schönes Normal-Pokémon, das kennen wir ja bereits auch. Ich meine, davon haben wir sogar eins gefangen, also. Nee, Quatsch, haben wir das gefangen? Nee, wir haben keins gefangen. Wir haben Visenio gefangen. Ich verwechsel die beiden gerne mal, aber das sollte man nicht unbedingt machen. Das eine ist ein Wiesel, das andere ist ein, ach, Dax, genau. Fast dasselbe. So, Magnaien. Jetzt haben wir die. Das ist die Weiterentwicklung von Pfiffchen übrigens. Auch Unlicht, logischerweise. Deshalb lieber mal mit Tornupto da drauf gehen und Psychokinese auf Geradax, ja. So funktioniert das doch etwas besser. Und muss ich mich auch daran erinnern, dass ich zum Heilen immer wieder zurückgehe, wenn mal was Schlimmes ist. Aber, naja, bis jetzt geht es ja noch. Eine weitere Sache, ich hoffe, dass die Audio, also meine Stimme jetzt hier nicht irgendwie rumleckt oder was auch immer, weil ich lade gerade ein Video hoch. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was bewirkt, aber sollte dem so sein, dann tut es mir leid, aber das wird auch nicht mehr allzu lange sein, von daher ist es nicht so schlimm. Tatsächlich, dort ist ein paar von diesen starken Pokémon. Joa, nicht nur ein paar, mein Freund. Wird nicht voll abgezogen. Wo hast du deine Pokémon nur gefunden? Ich will auch welche. Ja, da spricht wohl der pure Neid. So, hier waren wir jetzt rechts, dann gehen wir mal nach links. Das ist ja überhaupt nicht eindeutig hier, wo man lang gehen muss oder so. Nein, nein. So, hier haben wir noch ein Team Krallfuzzi. Pass auf, Sozi. Jetzt wird es ernst für dich. Die kennen uns ja alle noch mit Namen. Das finde ich irgendwie lustig. Team Krall Junius. Okay. Da hat wohl jemand ein N statt einem L. Egal. Pelipper und Seemon, ja, er ist wohl auf Wasser spezialisiert, plus Pelipper noch ein schönes Vogel, Flug, Pokémon, whatever. Und wir merken, dass Psyana schon von den EPs her Tornupto jetzt deutlich überlegen ist, finde ich irgendwie schade, aber naja. Gut, Feuersturm auf Seemon, ich hoffe, das klappt, ich weiß es nicht. Aber lieber mal die stärkere Attacke raushauen, weil, ja, Schaufler wäre irgendwie sinnlos, das zieht noch weniger. Haben wir aber im Verlauf dieses Let's Plays, denke ich, auch schon oft bewiesen. Landturn, ja, nochmal ein schönes Wasser, Elektro-Pokémon, ja, kennen wir auch schon. Ich meine, wir kennen so viele Pokémon, also wir haben jetzt schon beinahe alle gesehen, die in diesem Spiel vorkommen, behaupte ich mal, also so viele neue kommen tatsächlich jetzt nicht mehr vor. Von daher, naja, Starmie, noch ein Wasser-Pokémon, ja, und ansonsten passt so. So, Feuersturm, Starmie und Psychokinese Landturm. Ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, dass der nur Wasser-Pokémon hat für Tornupto gerade. Weil der muss dann immer Feuersturm... Oha, Landturm hat's überlebt. Schade, schade. Naja. Mal sehen, wie Starmie geht. Auch überlebt. Schade. Komprimator. Ja, das sorgt dafür, dass Starmies Fluchtwert steigt. Wir können jetzt weniger treffen. Okay, Superschall hätte uns verwirrt, wenn es getroffen hätte. Hat es aber zum Glück nicht, von daher wurscht. So, beide Attacken treffen mit 100%iger Genauigkeit, beziehungsweise bei Starmie jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich überlegt, wie es mit der Genauigkeit aussieht. Also Feuersturm sollte man jetzt nicht unbedingt machen. Bringt ja auch irgendwie nichts mehr, aber egal. So, und Flammenwurf trifft, jawohl, es trifft. Das finde ich bei diesem Spiel auch irgendwie besser, dass man direkt sieht, ob eine Attacke trifft und nicht so wie bei Pokémon Stadium oder so, wo er dann die Attacke ansatzweise durchführt und danach dann irgendwie steht daneben gegangen. Das war's dann wohl. Natürlich. Was hattest du denn gedacht, mein Freund? Wir spazieren die doch nicht rein ohne eine gute Armee. Aber irgendwann bist du dran. Sowieso. Also bei den Skillern hier als Gegner... Ein schönes Item. AP Plus, oh ja, die können wir gut mal verwenden. Da habe ich sowieso gerade nichts anderes zu tun, von daher nehmen wir die einfach mal. AP Plus, hier haben wir es doch, genau. Die benutzen wir einmal bei Tornupto, können wir für Attacken benutzen, um die AP dauerhaft ansteigen zu lassen, also die Maximal-AP. Wir setzen es bei Feuersturm ein, das bringt einfach am meisten. Und ich würde sagen, nochmal bei Feuersturm. Weil das kann man eben normalerweise nur 5-mal einsetzen. So, und jetzt geben wir nochmal Psyana 1 für Psychokinese. Hätten wir auch vielleicht beim Morgengrauen machen können, weil das kann man auch nur 5-mal. Aber es ist eine Heilattacke, die man jetzt nicht unbedingt so oft braucht, tatsächlich. Oha, ja.
Hallo, mein Freund, du Muskelprotz, was machst du denn? Top-Äther, ja. Das kann unsere AP von einer Attacke komplett auffrischen. Setze ich allerdings in Pokémon-Spielen so gut wie nie ein. Ich meine, wofür gibt's Pokémon-Center? Also, beziehungsweise, ja, hier diese Apparate da. Dieses Gebäude ist wirklich in einem erbärmlichen Zustand. Selbst ich hätte kein solches Chaos anrichten können. Was? Du warst das? Dann zeig mir mal, ob du wirklich so stark bist. Naja gut, also meine Pokémon waren es jetzt ja nicht direkt. Herausforderung von Bodybuilder Colum. Colum. Pupita und Kanivanha. Okay, das ist jetzt eine seltsame Mischung. Aber naja, gut, ist okay. Pupita ist übrigens die Vorentwicklung von Despotar, den wir ja auch gefangen haben im Kolosseum. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir das mit den Krypto-Pokémon machen. Ob ich jetzt vielleicht in dieser Session sogar noch hingehen werde oder es einfach lassen werde. Kein Plan. So, was machen wir jetzt? Feuersturm, Kanivana, Pupita, Psychokinesen. Ist irgendwie blöd. Feuer ist gerade im Moment irgendwie keine Eigenschaft, die wir brauchen könnten. Aber das ist jetzt zum Glück nicht immer so. Jetzt nur gerade. So, was haben wir hier jetzt? Ein Pandir. Da können wir doch Feuer wieder gut einsetzen. Ein Normal-Pokémon. Ich finde Pandir irgendwie lustig. Ich weiß nicht. Pandir und Kangama, die haben ja so gewisse Ähnlichkeiten. Also vielleicht nicht vom Aussehen, aber was Irrschlag zum Beispiel betrifft. Und von dem Rumfreaken einfach. Ich mag das. Keine Ahnung. Bei Pokémon auf jeden Fall. So, Drachel. Dieses Pokémon hatte ich bereits auch mal angesprochen. Die Vorentwicklung von Brutalanda, das wir beim Endgegner gesehen haben. Also bei Intrigo, glaube ich zumindest. Was bei Intrigo? Vielleicht war es auch bei Jakira. Aber, naja, ich glaube, es war bei Intrigo. Jedenfalls ist das hier die Vorentwicklung. Sieht man irgendwie nicht so häufig, keine Ahnung warum. Auch in den Editionen findet sich nicht so häufig. Naja, ist okay. So, Pandir damit auch besiegt und der Bodybuilder hat gesehen, warum wir so stark sind. Und jetzt zünden wir die Bombe gleich noch ein zweites Mal. Nein, Spaß. Das wäre ein bisschen asozial, auch den Menschen hier drin gegenüber. Du bist ganz einfach zu wild für mich. Natürlich. Wir sind viel zu wild. Die Tiere schlechthin. Du hast mich geschlagen. Jetzt mache ich Kleinholz aus diesen Trümmern. Ja. Tu dir keinen Zwang ein, mein Freund. Bitteschön. Aber es ist ja eigentlich schon Kleinholz. Naja, was will man machen? Ob hier irgendwo noch gekrallte Pokémon versteckt sind? Na. Ah. Ah. Kampf. Rocker Blast. Ja. Was mag der wohl für Pokémon haben? Meistens, naja, ich wollte gerade sagen Elektro-Pokémon, aber irgendwie sieht das nicht so aus. Das sind eher die Forscher, die Elektro-Pokémon haben. Hier haben wir jetzt einmal Normal und Boden, aber naja, ist okay. Passt schon. Wird jetzt nicht so schlimm tatsächlich. Flammenwurf, Sandama, Geradax, Psychokinese. Ich merke auch immer beim Bearbeiten von meinen Aufnahmen, man hört dieses Klackern von meinem Controller. Das liegt einfach daran, dass mein A-Knopf, anders als beim Original-Controller, ja, ich verwende keine Original-Controller, weil ich einfach keinen mehr besitze. Und gebraucht kaufe ich Controller ungern. Wer weiß, wer da seine Finger dran hatte und was der vorher gemacht hat oder so. Das lasse ich lieber. Da kaufe ich mir doch lieber neue Dritthersteller-Controller. Wobei ich momentan auch sagen muss, dass ich relativ gute Controller gefunden habe. Die gehen nicht so schnell kaputt. Je nachdem, wie oft man natürlich spielt. Also ich habe in meiner Hochphase von MKW... Ja, jetzt nochmal zwei Gift-Pokémon hier, genau. In meiner Hochphase von MKW habe ich tatsächlich, keine Ahnung, einen halben Jahr einen Controller verballert. Das ist okay. Man kann sagen, es ist viel, aber ich habe damals auch wirklich viel MKW gezockt. Und bei MKW... Man glaubt es nicht, aber der Controller wird stark beansprucht. Ja, glaube ich zumindest. Also, naja, gut. Ähnlich wie bei Mario Party und den N64-Controllern, aber das ist ja ein Kapitel für sich. Ja, meine aktuellen Controller, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich mach's einfach. Ich habe sie von GameStop und die sind eigentlich okay. Die halten ganz gut und liegen auch gut in der Hand, wenn man sich daran gewöhnt hat. Aua, aua. Ja, und der A-Knopf von dem Controller hier klackert einfach immer so. So wie alle anderen Knöpfe auch. Ihr habt's gehört, also, naja. Du bist unfair. Sowas von gemein. Ja. Brummel, Grummel. Versuch das mal in eine anständige... Ja, in anständigen Ausdruck zu packen. Dass wir uns auf diese Art wiedersehen.